Der mobile Kanal ist sehr wichtig, meiner Meinung nach. Das sind so die klassischen Dinge. Der Kunde hat sein Telefon immer dabei, es ist ein persönliches Gerät. Man kann den Kunden erreichen, 1:1 Kommunikation, zu jeder Zeit, überall. Das ist eigentlich ein sehr, sehr großer und sehr schöner Vorteil. Also der Klassiker ist ja der Preisvergleich online. Ich kann halt schauen, was kostet das Produkt woanders, wenn ich in einem Laden stehe. Ich habe aber dadurch natürlich auch die Möglichkeit, eine Wertigkeit vielleicht zu schaffen, indem ich sage, okay, bei mir ist es vielleicht stationär, vielleicht bin ich sogar preislich genauso gut. Oder wenn es etwas teurer ist, dann kann ich aber auch sagen, ich habe Services dabei. Ne? Ich kann mich dadurch auch nochmal anders positionieren, wie ein nackter Internethändler, der anonym ist, den man nicht kennt. Und dann schafft man eigentlich auch dadurch vielleicht schon eine Wertigkeit, wo man sagt, vielleicht ist ein gewisser Aufpreis dann auch gar nicht mehr so schlimm. Insofern denke ich mal, dass auch so ein Preisvergleich auch positiv sein kann, weil man sich dadurch nochmal auch als Händler stationär herausstellen kann, was man vielleicht an Zusatzdiensten einfach hat und wie man sich auch abheben kann von reinen Internethändlern. Ich denke, Mobile Payment ist schon eine wichtige Geschichte oder kann eine wichtige Geschichte werden. Wie ich gerade schon sagte, das ist das persönliche Gerät, da sind meine Daten drauf, dem vertraue ich. Und wenn ich dann dort auch zum Beispiel meine Kreditkarte drauf habe und kann die einfach so in die Kasse funken, Thema NFC-Payment, und habe dann dadurch bezahlt, brauche keine Karten, vielleicht habe ich mal mein Portemonnaie vergessen, mein Handy definitiv nicht, dann kann das eigentlich eine sehr gute Bereicherung sein für den Kunden, was einfach dann so, Stichwort Convenience, was das einfach interessant macht, dann auch so zu bezahlen. Insofern gebe ich dem eine große Chance.